Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa Trippy, ne, nicht Trippy, Tricky Happy Havoc Anniversary Edition. Ja, ich musste jetzt ablesen, weil das ist ein komplizierter Name, den ich mir nicht einfach so merken kann. Wir sind letztes Mal an die Hope's Peak Academy gekommen, eine Elite-Schule, wo nur die Besten der Besten versammelt sind und ja. Jetzt sind wir in so einer Art Zerrwelt oder was weiß ich. Ja. Okay, wenigstens auch Bilder. Das ist ja nett. Nicht nur immer aus der Ego-Perspektive. Was? Wo bin ich? Ich erwachte mit meinem Kopf, der auf der Oberfläche eines harten, ja, Holztisches ruhte. Mein Körper fühlt sich schwer an. Es ist ziemlich normal für mich. To zonk off? Achso, hier, den Begriff Zonkoff habe ich so noch nicht gehört, deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, was das heißt, aber es ist ziemlich normal für mich, ja, inmitten einer langweiligen Klassenstunde oder wie auch immer, wegzudösen, einzupennen, wie auch immer. Aber was habe ich während des Schlaf gemacht? Das ist kein Klassenzimmer, in dem ich zuvor schon mal war. Was zum Henker geht hier vor sich? Okay. Willkommen an der Hope's Peak Academy. Zuallererst möchten wir die Basiskontrollen beibringen. Und da sehe ich eine Überwachungskamera. Left Stick. Um mich umzugucken wahrscheinlich. Wenn du ein Objekt im Blickfeld hast, drück A. Und presto. Presto. Ja, so kann ich mit dem Objekt interagieren. Nutz den rechten Stick. Achso, Viewpoint, Kameradrehung wahrscheinlich. Why don't you try looking around the classroom? Ja. Njum. Da sehe ich so ein Symbol, von wegen weiter geht's nicht. Okay. Wow. Ne, lassen wir das. So. Gucken wir uns mal den Zettel an. Ja, das ist der Tisch, wo ich eingeschlafen bin. Ich kann immer noch eine Linie von Drowl. Quasi die Abdrücke hinterlassen. Ich kann immer noch die Abdrücke erkennen, die ich hier hinterlassen habe. Oder die Linie der Abdrücke. So in etwa. Ja, zuerst muss ich das putzen. Oder hat er hier hingesabbert? Na gut. Was? The next semester about to start. Starting today, this school will be your entire world. Hey, there is a new kid. Hey there, new kid. Ja, das war auf dem Tisch. Ein ordinärer Guide? It's a kind of cheap-looking pamphlet. Ja, es ist eine Art billig aussehendes, keine Ahnung, was ein Pamphlet ist. Papier. There's something. Ja, und es ist was Handgeschriebenes drauf. Das habe ich gerade eben gelesen. Das nächste Semester fängt bald an. Es fängt. Ja, heute an, von heutigen Tage an, diese Schule wird deine gesamte Welt sein. Was zur Hölle? Ist das vielleicht irgendeine Art von Witz? Bing, bing, okay, gibt's hier noch was? Überwachungskamera. Angucken! Ja, eine Überwachungskamera. Ja, es ist eine gefährliche Welt, in der wir leben. Ich denke, sie haben
Ich denke, sie haben das hier hingemacht, damit nicht irgendwelche Weirdos, also irgendwelche komischen Gestalten hier ein- und auswandern. Gibt es noch was? Die Uhrzeit? Was auch immer du darauf schmeißt. Jeez. I can't believe it. Ja, ich kann nicht glauben, dass es schon 8 Uhr ist. Es war bereits nach 7, als ich hier ankam. Ist seitdem wirklich eine Stunde vergangen? Gibt's da noch was? Der TV. Erstmal die News gucken. Was steht so an in der Welt? Ja, das will ich jetzt nicht sagen, weil die Welt aktuell wieder scheiße ist, leider. Da ist ein TV. Die Schule ist mit dem nationalen, ja, Government, also Regierung heißt es wahrscheinlich, nicht, was ich da letztes Mal, was ich im letzten Part gesagt habe, wegen, naja, ihr wisst schon, also eine Regierung wird es wohl sein. Also nationale Regierung, so das. Also denke ich nicht, dass es so seltsam ist, hier einen Fernseher zu haben. Irgendetwas fühlt sich seltsam an. Nee. Irgendwas fühlt sich so an, es fühlt sich so an, als ob was fehlen würde. Ich frage mich, was das ist. Oh, ein Sessel da. Was war das gerade? Achso, ich kann rausgehen. Ich guck mich besser. Achso. Noch weiter im Klassenzimmer umgucken, bevor ich abhauen darf. Was gibt's hier noch so? Was ist das? Was zum Henker? In einem normalen Klassenzimmer sollte da ein Fenster sein. Es sieht so aus wie eine Art Metallplatte. Achso, als ob eine Metallplatte darüber geschraubt wurde. Und wenn ich dagegen klopfe? Ja, definitiv Metall. Ja. Tick, tu. Keine Ahnung, stabil, sehr solide. Warte. It's not what matters here. Achso, das hat hier wohl nichts zu suchen. Viel wichtiger. Warum sind die Metallplatten über den Fenstern? Man hat da gerade den Hund im Hintergrund gehört. Ich hoffe, das kommt nicht öfter vor. Okay, lass uns sehen. So, what might have happened is... Also das, was hier gerade passiert ist... Ich habe mich selbst so verwundet. Ich bin... Ja, I passed out. Ich bin ohnmächtig geworden in der Haupthalle. Eintrittshalle, wie auch immer. Und dann hat mich jemand hierher gebracht. Wenn das wirklich wahr ist, dann müsste es... Das ist das Klassenzimmer der Hope Peak, der Hope's Peak. Also im Innern der Hope's Peak. But then if... Achso, aber wenn das wirklich wahr ist... Ja, dadurch habe ich jetzt noch mehr Fragen. Das ist wirklich seltsam. Ich meine, diese Metallplatten, die über die Fenster angebracht wurden. Es ist hier nicht wie ein Gefängnis oder so. Nichts von dem ergibt wirklich Sinn. Ich sollte zurück in die Haupthalle gehen. Ich habe ohnehin die Zeit des Meetings verpasst. Es müssten hier jetzt wohl andere Studenten sein. You can, ja, by pressing B. Njum. Bäh. Lila. Jeez. Ja, das ist diese Aussprache. Also, jeez, aber was es genau bedeutet, weiß ich nicht. Das ist mehr so ein... Sowas wahrscheinlich. Diese Hallen sehen auch ziemlich seltsam aus. Es wird von Sekunde zu Sekunde seltsamer. Ich habe, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, was hier vor sich geht. Ja, fürs Erste sollte ich wohl in die Haupthalle gehen. Left stick to move around the hallway. Hold down B button. Ich kann mich rennen? Ich kann mich rennen. Ja, genau. Was für ein geil deutscher Satz. Ich kann mich rennen. X für eine Karte. Alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte mehr, es ist so eine Art
Doki Doki Literaturclub. Also so ein Doki Doki Literaturclub-Stil. So novelmäßig. Press the X-Button to close the map, ja. Wow! Ich hoffe, hier kommt kein Jumpscare. Das wäre eigentlich perfekt für einen Jumpscare. Beep, beep, beep. Okay, gucken wir mal. Ach du Scheiße. What the fuck? Was steht da? Disappear Hotel. Schmerzhotel? Disappear? Schmerz? Unheil? Alles Böse, was auf der Welt überhaupt passieren kann? Hater? Das Hater Hotel? Ich denke, es ist ein Ort für Menschen, die über Nacht bleiben. Aber wie auch immer, ich muss in die Haupthalle, ja. Das Hater Hotel lassen wir mal. Wo geht's zur Haupthalle? Bestimmt dahin. Das heißt, ich gehe da lang. Steht hier irgendwo beschrieben? Was zum Moment mal? Oh, ich kann Rückwärtsgang. What the fuck? Hier ist dieser komische Teddybär oder was das sein soll, der irgendwie SpongeBob Stimme hat. Oder so, keine Ahnung. Hier ist ein Musikraum, offensichtlich. Da ist ein Laden. Sonst wäre da nicht so ein Yen-Zeichen. Wow, wow, wow. Da ist die Krankenstation, nehme ich an. Männchen, Weibchen, Toiletten. Da geht's in den zweiten Stock. Wahrscheinlich. Wieder mit zugeschraubten Fenstern. Gym. Ah, die Turnhalle. Das heißt... Die Turnhalle ist nicht gleich Haupthalle. Das da ist... Geht's in die Main Hall? Offensichtlich. Ist ja offen. Ich dachte, ich muss zu diesem komischen Teddybär da. At the time I go back. Ja, ich machte mich auf den Weg zurück in die Main Hall. Alle anderen waren bereits da. Whoa, hey! Another new kid? Ja, hier die Leute alle mit den komischen Frisuren, vor allem der Typ da, der irgendwie aussieht wie Miss Doublefinger. Und hier der linke, oh, so eine Fratze. Bäh. Huh? Then you guys are all. Yeah. We're all new here. Today's supposed to be our first day of class. So, counting him, that makes 15. Seems like a good cutoff point, but I wonder if this is everyone. Yeah. Standing before me, werde. Ja. Vor mir standen die ultimativen Studenten. That had been. Die wurden alle handerlesen ausgewählt von der Schule. Ich sah mich ja, in der Runde um und nahm die Gesichter wahr. Und ich glaube, die da mit den blauen Haaren, Moment, jetzt ganz links, die in der ersten Folge war, Moment, was war da nochmal? Der Bär hat irgendwas von Verzweiflung geredet, sie hat gesagt, sie will nicht verzweifeln, hat dann angefangen zu weinen, irgendwie sowas. Maybe I was just... vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber ich könnte schwören, ich könnte eine seltsame Aura von jedem Einzelnen fühlen. Oh, wie sich das aufbaut, das sieht schon geil aus. Ja, wie geht's so? Mein Name ist Makoto Naegi. Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Ganz schön viel Zeug ist passiert und dann... Ja, bin ich plötzlich eingeschlafen. Oh, du auch? Wieso ist da eine Gothic Lolita? Also, so heißt zumindest ihr Klamotten... So nennt man ihren Klamottenstil, aber keine Ahnung, ob sie wirklich eine ist. Just keep getting... Ja, die Dinge werden immer... Ja, werden immer kurioser und kurioser. Oh Gott, bist du hässlich. So seltsam. Ich dachte, ich hätte... Ich dachte, ich hätte einen Schatten oder so mitbekommen. Das erklärt wohl auch diese seltsame Situation. Hm,
Wovon redet der Typ da? Um ehrlich zu sein, habe ich keine Idee, was hier gerade vor sich geht. Deine Augen gefallen mir nicht. Warum sieht ihr alles so creepy aus? Warte einen Moment! Da ist halt das, was du noch wissen musst. Makoto! Deine Tardiness, keine Ahnung, was das heißt, ist unakzeptabel. Achso, Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, wie auch immer. Du hättest beim Meeting um 8 Uhr sein sollen. Zu spät zu sein am ersten Tag ist unakzeptabel. Ich muss dich melden. Dann wirst du deine gerechte Strafe akzeptieren. Was ist dein Problem? Es ist nicht so, dass er wirklich zu spät kommen wollte. Er hatte keine Kontrolle darüber. Okay, dich mag ich schon mal. Jetzt kommt mal alle wieder schön runter. Hört. Warum stellen wir uns alle nicht gegenseitig vor? Die sieht auch irgendwie so aus, als ob sie in Zukunft viel weinen wird. Ja, Mr. Doofe Frisur. Ja, zur Hölle. Wir haben keine Zeit für kindische Vorstellungsrunden. Vielleicht. Moment. But it may be good to at least find out who we are before digging into bigger problems here. Ah. Okay, vielleicht. Aber es wäre wohl das Beste, dass wir erstmal herausfinden, wer eigentlich jeder ist, bevor wir uns noch tiefer in größere Probleme schaufeln. Ich meine... wie können wir... Moment, ich hab's gerade noch gewusst. Moment. I mean, how we are even supposed to talk to each other, if we do not know each other's names? Also, wie sind wir bloß in der Lage, gegenseitig zu uns zu sprechen, wenn wir nicht mal die Namen von jedem kennen? Ich bin sowieso schlecht im Namen merken, also. Das ist ein guter Standpunkt. Ja, du warst die am Ende der ersten Folge da oder so geheult hat. Irgendwie sowas. Okay. Let's get introduction out of the way. Then we can move. Okay, dann lassen wir die Begrüßungen mal außen vor. Dann können wir weiter voranschreiten zu anderen Dingen. Klingt gut. Ich fühle mich immer noch total verloren. Aber es sollte wohl das Beste sein, mich darauf zu konzentrieren, wer die anderen sind. So, I guess this is a good a chance as I'm gonna get. Ja, ich denke, das ist wohl, ja, eine gute Chance, herauszufinden, was hier passiert oder so. Nee, ich kann es auf Englisch vorlesen, aber ich kann es nicht auf Deutsch übersetzen. Das ist so lächerlich. So, I guess this is a good. This is as good a chance as I'm gonna get. Achso, das ist wahrscheinlich die beste Chance, die ich bekomme. So. I already looked everyone up on the Hope Speak Academy thread online. But. Achso, er hat sie alle online durchgelesen, die Person. Aber ich weiß immer noch nicht genau, wer welche Art von Person wirklich ist. Zeit, das herauszufinden. Ja, ploppt alle auf. Ich glaube, ich sollte mit diesen 5 Personen beginnen. Aim at the student and press A. Ah, okay, Studenten auswählen und A drücken zum Reden. Jede Konversation, also jedes Gespräch ist wichtig. Für die Story. Für den Story-Überblick. Also sollte ich mit allen reden. Okay. Mit dem Fetten will ich eigentlich nicht reden. Ich würde sagen Ladies first. Das sind nur die beiden. Und da mir die hier sympathischer ist. Sayaka. Toko. Sayaka Maizono. Ja, schmeiß sie einfach was an die Brüste. Das sieht geil aus. Ultimate... Moment, du bist die Pop-Sensation. Okay, Sayaka. The way she moves is possibly... Ja,
so wie sie sich bewegt, ist es möglicherweise Miss Mary Singh. Keine Ahnung, was das heißt. A dead percent scene I can't quite place. Das weiß, kann ich gerade nicht übersetzen. Sorry. Sayaka Maizono. When I saw her name in the thread online. Also als ich ihren Namen in dieser Online-Datenbank da sah, war ich ein bisschen überrascht. Achso, ja, genau, das Idol. Idol, so heißt das. Idol. Ja. Schön, mein Hirn ist ein bisschen langsam. Ja, sie ist in einer berühmten Popgruppe, die über das ganze Land tourt und beliebt ist. In fact, ja, in Wahrheit ist sie sogar die Hauptsängerin dieser Gruppe. Die ultimative Pop-Sensation. She's hochpräsent in TV-Shows und Magazinen überall. Aber um genauer zu sein, ist das nicht der einzige Grund, warum ich so überrascht war, dass sie hier auf die Schule ging oder geht. Ich bin mir ziemlich sicher, sie erinnert sich nicht, aber kennst du sie von früher oder so? Nun, nicht so wichtig. Egal wie man es dreht und wendet, sie ist wirklich wunderschön. Wie eine Puppe oder so. Sag das nicht, weil dann stimmt es meistens. Ich bin keine Puppe, weißt du? Ich bin am Leben. Ne? Hat sie mich gehört? Ich bin ein Psycho. Achso, Gedankenleserin. Ich dachte erst, Psychic wäre Psychopath, aber... Ja gut, Pokémon wäre Psychic Psychokinese. Und Psychokinese ist ja... Ne, Moment. Telekinese ist Dinge schweben lassen. Psychokinese ist... Ist Psychokinese wirklich Gedanken lesen? Weiß ich gerade nicht. Hä? Ich mach nur Scherze. Ich habe nur eine wirklich gute Intuition. Ja, eine ziemlich scharfe. Das glaube ich dir nicht, Mädel. Hey, bei any... Achso, lass uns bei Zeiten... Also, bei any chance... Bei Zeiten, also... Lass uns bei Zeiten mal essen gehen oder so. Was kommt jetzt? Ja, es muss so sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Hey, Makoto. Did... ja. Just hold on. Hey, ihr Leute! How long do you want to do? Weißt du, ja, wie lange glaubt ihr, wollt ihr noch unsere wertvolle Zeit mit diesen lächerlichen Vor- und Zurückspielchen verschwenden? Tut mir leid. Just got carried away. Ich habe schon married gelesen. Ja, lass uns einfach heiraten und weggehen. Okay. Ja, lass uns das beiseite schieben, denke ich. You hear me? Selbstvorstellungen. Self-Destruction habe ich schon gelesen. Selbstzerstörung, boom. Selbstvorstellungen sind, um euch selbst vorzustellen. Achso, nicht Teil von irgendeinem Chit-Chat oder so. Du hast recht. Sorry. Tut mir leid, Makoto. We can talk about this. Ja, wir können später darüber reden. Tschüss. Es hört sich so an, als ob Sayaka wirklich etwas hätte sagen wollen. Aber es ist nicht so, als ob wir uns beide niemals wiedersehen würden. Wie sie schon sagte, wir können später reden. Gut, mit dir habe ich geredet. Warum stehst du so stramm da? Du siehst mir irgendwie aus, als ob du von einer Art Militär oder so kommst. Gibt's hier noch irgendwem? Ne, er hat ja gesagt, diese 5. Okay, Ladies first, du bist dran. Einfach mal was in den Kopf geworfen. Ja, toll, jetzt habe ich sie überlabert. Jetzt muss ich selber lesen.
Nicht, dass du dir meinen Namen merken würdest, aber... Ich glaube, die hat Angst. Toko Fukawa. Writing, was schreibt sie? Ich habe das letzte Wort jetzt nicht lesen können. Sie ist auf jeden Fall eine Schriftstellerin oder so. Sie wrote a novel when she was 10. Achso, sie hat eine Novel geschrieben, als sie 10 war. Und hat dadurch ihre Literaturkarriere gestartet. Dann vor 2 Jahren hat sie So Lingers the Ocean released, also veröffentlicht. Eine Liebesgeschichte, von der behauptet wird, dass sie ein Meisterwerk wäre. Das Buch war so ein Hit. Moment, the book was such a hit with women that fishermen quickly shot off the top of the harness man pole. Achso, das Hottest Man übrigens. Das Buch war so ein Hit bei Frauen, dass der Fischer schnell an die Spitze des heißesten Mannes überhaupt schoss. Despite her age. Also ungeachtet ihres Alters oder für ihr Alter, wie auch immer, hat sie schon unzählige Literaturpreise geholt und ihre Bücher sind dauerhaft zu Bestsellern geworden. Bestsellern, also immer die bestverkauftesten. Deswegen ist sie also die ultimative Schriftstellerin. Prodigy. Keine Ahnung, was das heißt. Auf jeden Fall ist sie eine Schriftstellerin, so. Was könnte man sonst über so eine junge und talentierte Autorin sagen? Oder figure cheese, be a lovey-dovey type. Sie ist ein lovey-dovey-Typ? What with her masterpiece being a romance? Also ja, weil ihre Werke alle Romanzen sind. Sentimental und so weiter. Also sie selbst scheint mir irgendwie Angst zu haben. Was zum? Dein Gesicht sieht irgendwie unheimlich aus. Was? Nicht ihr feine englische Art und so weiter zu starren, weißt du? Jetzt ist sie sauer. Stop staring at me. Schön. Ich muss schon lachen, weil ich gelesen habe, was sie sagt. Hör auf mich anzustarren, als ob ich eine, ja, filthy creature, eine, ja, wie kann man das übersetzen, eine schleimige, widerliche, verachtungswürdige und so weiter Kreatur wäre. Ja, verachtungswürdig, schleimig, wie auch immer, Kreatur. Ich dachte bloß... Ich weiß, was du dachtest. Du hättest wohl nie... Du dachtest, hättest niemals so eine hässliche Frau gesehen. So hässlich ist die gar nicht. Du dachtest wohl, das ist so lustig, hä? Nein, das ist ganz gar nicht, was ich gedacht habe. Versuch bloß nicht, mich anzulügen. Ich kenne die Wahrheit. Aber weiß du über dich. Ich weiß, dass du mich nicht ausstehen kannst oder so. Anyway. Wie auch immer. Das kümmert mich nicht wirklich. Ich nutze es um, wie auch immer. Wow. Talk about an... Was für ein Komplex. Inferiority-Komplex. Also ist das... ich weiß nicht, was das heißt, aber ist das jemand, der sich selbst als hässlich bezeichnet, obwohl das gar nicht ist? Weiß ich nicht. Ich war ziemlich weit weg von dem, was ich dachte, wie eine erfolgreiche Autorin sein würde. Ja, bringen wir es hinter uns. Hifumi. I am Hifumi Yamada.
But if you want to call me by my nickname... The Alpha and the Omega! I don't mind. Oh, das wird jetzt schon anstrengend. Hifumi Yamada, Fanfic Creator. By the way, how much do... übrigens, was weißt du alles über die Welt der 2D-Zeichnung? Welt der 2D? Nun, in dieser Welt... wird ich wohl als der ultimative Fanfic-Creator... Also ist das wahrscheinlich wirklich eine Fanfiction oder so. Der ultimative, keine Ahnung, Mangaka oder Zeichner oder wie auch immer dargestellt. Fan-Comics. Ja, Comic. Ich habe einmal 10.000 Kopien von meinem Fan-Comic am Schulfestival verkauft. Ja, ja. Dieses Event ging in die Legende ein. Ja, dampf du mal, du Dampfkessel. Some of them didn't. Einige von ihnen haben es wohl immer noch nicht kapiert. Natürlich sagen, ich habe das tainted. Ich kenne nur das so ein Lied, Tainted Love, aber was tainted genau heißt, weiß ich nicht. Ich habe das Event geprägt oder versaut, aber wie auch immer. Nee, wahrscheinlich heißt das was Bösartiges. Sonst würde sein Satz keinen Sinn ergeben. Ruiniert, sage ich jetzt einfach. Ich habe das Event ruiniert, sabotiert, wie auch immer. Wie dumm kann man das sein? That's too bad about them. Ja, das ist zu schlecht über sie, aber 10.000 Kopien zu verkaufen, like that's it. Ja, das ist definitiv wirklich remarkable, also nicht zu verachten. However. Die Wörter von solchen Idioten bedeuten mir gar nichts. Ich bin wie Van Gogh. Utterly. Achso, er ist quasi seiner Zeit voraus, das meint er damit. Ich bin ein Soldat, ein Krieger. Also Soldat. Serving Knight and the Destroyer. Achso, ich bin ein Soldat, der Tag ein, der Tag und Nacht die. Ja, sprich alle bösen Gedanken und diejenigen, die Fanfiction nicht würdigen, zu zerstören. Ich bin sicher, wenn du einen Blick über mein Werk wirfst, Mr. Naegi. Completed its greatness. Achso, dann würdest du seine Großartigkeit sofort begreifen. For my works, it's filled with deepest meaning. Achso, meine Werke sind mit tiefsten Bedeutungen gefüllt. Wow. Was? Was für Bedeutungen? Yes, indeed. It's about embracing your basest urges. Irgendetwas freizusetzen, glaube ich. Ich kann diesen Satz nicht übersetzen. Es tut mir leid, ich bin schlecht, ich weiß. Ich bin grottig. Ich bin eine Schande für alle englischen Personen auf der Welt. I don't think I want to complete it. Ja, ich denke nicht, ich wollte... Also ich denke nicht, dass ich es completed wollte. Verachten, nicht würdigen oder so. Leon. Na gut, dann machen wir diesen Verrückten zuletzt. Dann werde ich mit diesen beiden Personen in dem Part noch reden und danach ist Schluss. Ist ein bisschen länger, egal. Ich hab dich überlabert, es tut mir leid. Yo, mein Name ist Leon Kuwata. What's up, was los? Hallo, R-Truth. Baseballstar, ah, du bist der, genau. Ich erinnere mich an den Namen. Ja, genau der Typ, aber hier hat er eine andere Frisur. Er spielte für die nationalen Highschool-Camps und war ihr, ja, Home Run, ihr Star, der, ihr wisst schon, der Beste von allen. Der ultimative Baseball-Star. Er ist ein super athletischer,
Spezimen. Also ein Athlet seinesgleichen. Du, wirklich? Hä? Was ist los? Nichts, ich bin nur überrascht. Ich habe herausgefunden, dass du Ultimate für Baseballstar und so weiter bist. Ich glaube, den beeindruckt das nicht wirklich. Was? Hast du etwa erwartet, dass ich so ein Kind mit geschertem Kopf wäre? Geschertem Kopf? Ja, weil hier der kürzere Haare, deswegen. Nee, ich habe eher mehr erwartet von einem, naja, du weißt schon, sportlich aussehenden traditionellen Baseballspieler. Ich muss mich anders hinsetzen, mir schläft schon wieder ein Fersche ein. Und das tut weh mit der Zeit. I mean, when I found it. Ich meine, als ich diesen Artikel gefunden habe mit dem Bild von dir online. So sahst du da aus. Also kürzere Haare und so. Was? Oh Mann. Du hast das Bild gefunden, wo ich Baseball gespielt habe? Wirklich? Ich hasse dieses Bild. Das ist nicht cool. Das ist so nicht cool. Das ist so nicht cool. Wirklich. Ich bin wie... I'm like... Achso, ich fühle mich mega peinlich. Also, mir ist das jetzt gerade mega peinlich. Ich hatte keine Wahl, okay? Ja, deinen Kopf zu scheren ist ein Teil der nationalen Tradition, wie auch immer, der nationalen Meisterschaften. Oder so. Aber nun würde ich... Ja, refuse, mich weigern. Aber nun würde ich mich weigern, meine Haare zu schneiden. Und ich werde es nicht wieder auf normal trimmen. Oder so. Um genau zu sein. Can I be totally honest with you? Achso, kann ich. Ja, ich weiß, was das heißt. Ich suche nur wieder die Worte. Quasi kann ich dir vertrauen und so. Ich mag gar nicht Baseball. So wie es überall breitgetreten wird. Um genauer zu sein, hatte ich niemals ein einzelnes Training. Er hat niemals trainiert? Der war im Team der Starplayer? Das ist eine Art von Prodigy. Keine Ahnung. Verarsche? As soon as I got accepted. Achso, und zu dem Zeitpunkt, wo ich hier akzeptiert wurde, habe ich Baseball aufgegeben. Und zwar, ja, aus einem guten Grund. Ich habe meine eigenen Träume für die Zukunft. Ein Traum für die Zukunft? Mein einziger Pfad ins Leben ist, Musik zu machen. In die Musik zu kommen. Du kannst diese star-qualitative Aura um mich herum fühlen, nicht wahr? Um ehrlich zu sein, sieht der auch mehr aus wie ein Rocksänger oder so, als wie ein Baseballstar. Ich werde ein Sänger! Also muss ich... Also deswegen ist alles, was ich brauche, ein Songschreiber. Und jemand an der Gitarre. Und jemand am Set. Diese neue Version von mir. Moment, this new version of me just chasing after my dreams. Diese neue Vision von mir, deren Traum ich hinterherjage, ist wie super cool. Super cool to the max. Achso, super maximale super coolness oder so. Aber der Part dauert ewig. Egal, mache ich eben längere Parts hiervon. Ich kann nicht glauben, was ich höre. Ich hätte niemals erwartet, das von einem Baseballstar zu hören. So, dann haben wir noch dich und dann wird beendet. I'm Kiyotaka Ishimaru. I believe in bold simplicity. Let's work together on our educational crusade.
Ja. Moralapostel. Tatsächlich so eine Art Militärtyp. So, that's Kiyotaka. Also das ist Kiyotaka. According to what I saw about him. Achso, ich erinnere mich daran, was ich über ihn gesehen habe, als ich mir die Trits durch, als ich mir Berichte durchgelesen habe. Ich habe gerade ein Piepen im Ohr. Dumm, aber es ist kein Tinnitus. So laut habe ich nicht gedreht. Er ging an eine eine berühmte Privatschule. Und Top Honors. Und hat Top-Auszeichnungen jedes Jahr bekommen. Er ist ein Flawless, ja, hier. Fehlerloser Paradestudent. Also Honor heißt eigentlich Ehre. Ein fehlerloser Ehrenstudent. Ich schaue so nah auf, aber da kriegst du. Achso, er ist außerdem bekannt dafür, für seine Arbeit in der, ja, im, hier im Moralkomitee. Japanische Schulen haben das, ja. Oder ich glaube, es haben noch mehrere Länder, weiß ich gerade nicht. Sie sagen, er respektiert die Regeln über alles andere. Deswegen hat er den Titel des ultimativen, ja, Moralapostel, Moralkompass, wie auch immer, bekommen. Wie auch immer. Du kannst mich Taka nennen. Was sagt your name? Du sagtest, dein Name wäre Makoto Naegi, richtig? Das ist ein guter Name, ein starker Name. Du solltest deinen Eltern danken, dass sie dir so einen exzellenten Namen gegeben haben. You hear me? Und du wirst diesen Namen davor bewahren, seine Ehre, wie auch immer, zu verlieren. Du musst dich, ja, selbst jeden Tag immer wieder beweisen oder so. Ja, das Leben ist es wert, jeden Tag. Alles zu geben und voranzutreiben oder so. Richtig! Richtig! Dieser Kerl ist ein bisschen langweilig. Oh, da sind die nächsten. Aber der Part dauert eh schon lang genug. Das heißt, ich werde jetzt eh gleich einen Schnitt machen. Okay, na, nun rede ich mit den anderen 5 hier. Ladies first mal wieder, aber das dann im nächsten Part. Ich glaube, ich werde die Parts hier etwas länger machen, weil sonst erlebt man in diesem Spiel ja irgendwie nichts. Dann würde ich sagen, das war Danganronpa Tricky Happy Havoc Anniversary Edition. So heißt es, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.